In dieser Ask the Punk Show geht es um gehebeltes Shorten. Es geht um die Frage, wie man in der heutigen Zeit am schnellsten Geld verdient. Und es geht um Wohnungsbaugenossenschaften. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann im kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Kodernst Wilhelm fragt: Hallo Gerald, hältst du es für sinnvoll, während eines Crashes zu shorten, eventuell sogar mit einem geringen Leverage, beispielsweise 10? Kann es passieren, dass es beim nächsten Crash eine hohe Inflation gibt und somit alle liquiden Mittel drastisch an Wert verlieren? Gehen wir mal kurz die zwei Fragen durch. Das erste ist einmal Short gehen auf den Markt. Also wenn du natürlich einen Crash rechtzeitig erkennst und das Timing richtig hast, kannst du mit Shorten viel Geld verdienen. Aber Shorten, vor allem mit Hebel, ist extremst riskant. Wenn der letzte Crash, den ihr vielleicht erlebt habt, war der Krypto-Crash. Und überleg dir mal, du hast gedacht, der Kryptomarkt ist überteuert und hast im Oktober oder November 2017 mit Hebel 10 geschortet. Du warst sogar ex post betrachtet richtig, du hast das Timing falsch gehabt und wenn du das mit Hebel 10 gemacht hast, warst du längst bankrott. Und daher ist Shorten ein wahnsinnig diffiziles Geschäft, weil du beim Shorten im Gegensatz zu beim Long gehen, also beim Kaufen, mehr als dein eingesetztes Kapital verlieren kannst, selbst ohne Leverage. Und mit Leverage kann sich das Ganze natürlich potenzieren. Und auch in Crash-Situationen gibt es manchmal sehr, sehr scharfe Gegenbewegungen. Das heißt, der Markt geht kurz mal runter und dann bewegt er sich nochmal ordentlich hinauf, so wie beispielsweise ein W oder ein V. Und wenn du hier, wie gesagt, falsch positioniert bist, kann dich das dein Vermögen kosten. Das heißt, Shorten ist wirklich nur etwas für professionelle Anleger, die sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich haben. Und mit Leverage beim Shorten wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Die zweite Frage, die du gestellt hast, wegen Hyperinflation. Auszuschließen ist es nicht, dass es im nächsten Crash eine Hyperinflation gibt, denn normalerweise würden die Zentralbanken, um den Crash natürlich wieder zu lindern, vermutlich noch mehr Geld in den Markt pumpen und noch mehr drucken, was natürlich dann irgendwann auch eine Währungsentwertung bzw. Kaufkraftentwertung zur Folge hätte. Und wo natürlich die Chance besteht, dass harte Vermögenswerte, eben wie beispielsweise Gold oder vielleicht auch Kryptowährungen, bei Kryptowährungen weiß man es noch nicht genau, nehmen wir es mal sehr stark steigen. Am Ende weißt du nie, wie sich so ein Crash entwickelt und was nachher passiert. Und daher kannst du auch nicht mit Sicherheit vorhersagen, dass es nachher eine Hyperinflation gibt. Es könnte genauso eine Deflation geben oder eine Deflation gefolgt von Hyperinflation. Also es gibt hier verschiedenste Szenarien und je nachdem, woraus der Crash entsteht, wie er sich entwickelt, wie die Politiker darauf reagieren, kann sehr viel passieren. Deswegen ist auch, wie gesagt, Short gehen oft durchaus sehr, sehr riskant. Felix fragt: Hallo Gerald, was meinst du, wie man heutzutage am schnellsten Geld verdienen kann? Und sollte man während des Studiums lieber in einem Startup arbeiten oder lieber die Zeit in eine Geschäftsidee investieren? Viele Grüße, Felix. Also Felix, danke für deine Frage, die bekomme ich sehr oft sogar. Also in der heutigen Zeit am schnellsten Geld verdienen kannst du mit digitalen Fähigkeiten. Also wenn du heute programmieren kannst, insbesondere im Bereich Blockchain, künstliche Intelligenz und ähnliches, dann kannst du de facto Geld drucken. Da kannst du als Angestellter bestimmen, was dein Gehalt ist und als Unternehmer oder als Selbstständiger kannst du sehr, sehr viel Geld verlangen, weil es ganz wenige Leute gibt, die das können. Data Science genau dasselbe. Mathematik, Statistik, worauf Data Science beruht, kombiniert mit Programmierfähigkeiten genauso. Wenn du ein Online-Marketing-Experte bist und das wirklich gut kannst, kannst du auch sehr viel Geld verdienen. Und da gibt es noch viele, viele andere Bereiche im Bereich der digitalen Ökonomie. Also wenn du hier dir selbstständig Fähigkeiten aneignest, denn auf den meisten Unis lernst du diese Fähigkeiten nicht, dann kannst du auf jeden Fall in relativ kurzer Zeit dein schönes Kapital ansammeln. Die Frage ist, ob du dein eigenes Unternehmen machst oder ob du für ein Startup arbeitest, hängt vor allem von deinen Fähigkeiten ab. Wenn du jetzt schon Blockchain programmieren kannst und dir das selbstständig beigebracht hast, kannst du schon als Auftragsprogrammierer arbeiten, da brauchst du normalerweise nicht für jemanden arbeiten. Der Vorteil eines Startups kann sein, dass du gewisse Dinge lernst, je nachdem, was das Startup macht. Nur du musst natürlich aufpassen, Nummer eins, dass das Startup solide aufgesetzt ist und dass es auch die Gehälter bezahlen kann, weil viele Startups sind immer so finanziell sehr wackelig. Und da ist viel Hoffnung dabei und es kann halt auch passieren, dass die ganze Sache schief geht und dass du am Ende finanziell etwas durch die Hände schaust und nichts da ist. Festivalblogger fragt: Hallo Gerald, was hältst du von Wohnungsbaugenossenschaften? Ist es sinnvoll, einer beizutreten?
Was ich von Wohnungsbaugenossenschaften halte. Wohnungsbaugenossenschaften sind recht individuelle Konstrukte, die sich auch in Österreich und Deutschland ziemlich unterscheiden. Also Nummer eins können Wohnungsbaugenossenschaften oder das Genossenschaftsmodell sowohl als Anlagemodell verwendet werden und es kann de facto auch staatlich gefördert sein. Das ist oft in Österreich der Fall, wo de facto eine Mixtur eben zwischen der Stadt Wien oder vom Staat gebauten Wohnungen oder Wohnungen im Eigentum des Staates oder der Stadt und privatwirtschaftlich gebauten Wohnungen, oft sind Genossenschaften so Mixturen. Und ob du bei einer Genossenschaft investieren sollst oder dieser beitreten sollst, hängt primär davon ab, wie die entsprechend individuelle Struktur gestaltet ist. Also solche Strukturen sind sehr verschieden. Manche haben wenig mit Politik zu tun, manche viel. Manche sind primär als Anlegermodelle konzipiert mit sehr hohen Gebühren. Manche sind attraktiv. Und in diesem Fall musst du die entsprechenden Verträge und Satzungen anschauen der Genossenschaft, um zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob die Sache interessant ist oder nicht. Wenn dir diese erste Punkshow gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, findest du das auf meiner Plattform www.investmentpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg.